Wo ist meine Welt? Was ist hier los? Oh mein Gott. Bitte. Wo sind wir hier? Oh mein Gott. Wo sind wir? Bitte. Und hier ist eine Truhe. Warum sind wir in der Höhle? Das letzte Mal waren wir doch noch bei Minecraft Surprise. Und der hat unser Haus angezündet. Was ist hier los? Ist das vielleicht ein Traum? Und warum sieht hier alles so anders aus? Ich weiß nicht. Ein bisschen. Was ist in der Truhe? Wow. Alter. Was ist hier los? Und wo sind wir hier? Ist ihr das vielleicht? Dazu brauchen wir nicht. Kopf und alles zu viel. Aber hiermit können wir uns die Werkbank werfen. Okay, aber die Truhe nehmen wir auch gleich mit. Und hiermit vielleicht schon mal eine Spitzhacke. Was ist hier los? Warum sind wir auf einmal ganz woanders? Egal. Wir müssen uns erstmal ausrüsten, okay? Jetzt machen wir es in der Truhe, das brauchen wir nicht. Tun wir aber mit. Bam. Wir nehmen es einfach mal mit. Ich check das nicht. Warum sind wir jetzt auf einmal hier? Was ist passiert? Lol. Wir nehmen uns am besten diese Kacke hier mit. Wow. Alter, Leute, guckt euch das an, wenn ich in der Hand halte. Leute, das hatten wir ja noch nie. Okay. Gibt es 1, 2, 3, 4 Gänge. Gucken wir zum einen Eingang, ob wir nichts sehen. Nee, gar nicht. Aber hier ist Kohle. Egal, das brauchen wir zuerst nicht. Aber vielleicht ein bisschen Stein. Oh, ich sehe jetzt nichts. Irgendwas? Ich glaube auch nicht. Oh, was ist hier passiert? Okay, das ist ziemlich komisch. Ist hier was vielleicht? Das ist einfach dasselbe. Und hier? Ich bin nicht raus. Hier geht es auch noch links. Hier sehe ich aber kein Tageslicht. Vielleicht haben wir hier ja Bitte. Ja! Da sehe ich, da ist es etwas heller. Aber es scheint auch Nacht zu sein. Oh, Leute. Ich weiß nicht. Sollten wir vielleicht erstmal hier diese Nacht hier noch drin bleiben? Und was sind das für Wolken, Leute? Das Gras bewegt sich. Hey, wie cool. Aber trotzdem, wo sind wir hier? Wow. Das sieht nicht so aus wie Minecraft Surprise. Auch nicht so ganz unsere Insel. Was sollen wir jetzt tun? Ich würde vorschlagen, wir gehen erstmal wieder in die Höhle und warten, bis es Nacht wird. Tag wird. So dumm. Nicht wahrscheinlich daran, dass ich sowieso Kopfschmerzen habe. Ich weiß nicht, was hier gerade passiert ist. Und wie sind wir in diese Welt hier gekommen? Ich muss die Fackel in der Hand halten. Das frage ich mich echt. Okay. Gucken wir mal hier. Vielleicht haben wir hier. Hier ist Kohle. Müssen mal die Fackel hinstellen. Lol. Ich glaube, wenn wir die in der Hand halten, ist es heller. Guck mal. Ja, das ist viel heller. Aber trotzdem. Einen Stein haben wir schon. Aber wir haben nicht mehr genug Holz. Okay. Und wir haben schon ein Schwert. Obwohl wir brauchen eigentlich kein Schwert. Also die Kohle können wir tatsächlich noch nicht mitnehmen. Nee, das geht nicht. Können wir nur einen Knopf draus machen. Schade. Aber hier ist sogar schon Eisen. Wir müssen uns diesen Ort merken. Und vielleicht nochmal hierher zurückkommen. Wenn wir uns ein bisschen mehr ausgerüstet haben. Weil momentan haben wir ein Holzschwert, eine Werkbank, eine Redstone-Fackel, drei Bruchsteine, Holzbretter, Stock, und ein paar Knochen und Redstone, eine Truhe. Das hilft uns nicht so weiter, hier zu überleben, so lange. Ja, es scheint immer noch Nacht zu sein. Wir können mal gucken, wie weit der Mond. Wo
vorangeschritten ist, aber irgendwie sieht das echt cool aus, weil sich die Blätter so, weil sich das hier alles so bewegt, das hatten wir vorher noch nie, oder? Oh, schlecht. Ich glaube, es wird Tag. Okay, sehr gut. Ja, es wird Tag. Es ist irgendwie so ein bisschen neblig, oder? Die Bäume bewegen sich auch. Lass uns mal hier gleich diesen Berg hochklettern. Brauchen die Fackel schon nicht mehr. Oh, die Sonne kommt von da. Oh, yeah. Die Sonne ist mega rund, das sieht voll cool aus und diese Wolken. Ist das überhaupt Minecraft? Okay, ich muss mal einen Screenshot machen. Hauptsache, wir sind gerade erst hier irgendwie in irgendeiner komischen Welt angekommen und machen direkt einen Screenshot, ne? Genau. Oh, da hinten sind Tiere! Da ist ein Pferd! Alter, Leute, guckt euch das Wasser an! Vor allen Dingen auch diesen Schatten von der Sonne und alles. Dieses Wasser ist auch wunderschön. Oh, ich habe irgendwie Lust, ins Wasser zu springen. Oh, guckt euch das an, das sieht auch ganz anders aus. Oh ja, das ist cool. Alter, guckt euch diese Grafik an, die ist echt cool. Hallo Pferd, guten Tag. Kannst du mir sagen, wo ich hier bin? Anscheinend nicht. Okay, dann laufen wir mal weiter. Vielleicht weiß, wo wir hier sind. Ja? Wo denn? Anscheinend doch nicht, wollte ich nur einlegen. Okay, hier haben wir diesen Baum. Den müssen wir mal zuerst abbauen. Okay, aber ich frage mich immer noch, wo wir sind. Vielleicht. Oh nein! Und wo sind eigentlich unsere Items? Fällt mir gerade ein. Ich bin zu dumm. Weil wir hatten doch. Oh nein! Wir hatten so in der letzten Folge. Ah, die ist ihr Schwert gecraftet. Das ist jetzt weg. Na toll. Ach nö. Und wo ist Anton und Günther? Sind die auch hier? Weiß ich nicht. Ich hab schon viele Wolken noch hier. Die übrigens auch ziemlich cool aus, so nicht so eckig und so. Hier ist alles so schon rund. Blätter. Aber trotzdem. Okay. Irgendwie ist euch das schon mal aufgefallen. Jedes Minecraft-Let's Play und jedes Minecraft-Projekt. Es beginnt mit Abbauen eines Baumes. Und ja, damit herzlich willkommen zu einem neuen Projekt hier auf meinem Kanal und zu einem neuen Video. Und zwar gibt es ein neues Projekt. Minecraft Surprise ist weg. Ja, ich habe gestern, ups, das war ein bisschen falsch. Gestern habe ich schon einen Kommentar geschrieben unter dem letzten Minecraft Surprise Video, also damit dem letzten Video, dass tatsächlich meine Welt. Wow, Blätter. Minecraft Surprise ist gelöscht. Die Welt ist einfach weg. Und da muss man natürlich ein neues Projekt machen, weil nämlich Minecraft. Minecraft-Projekt ist halt echt blöd, weil ja, aber jetzt sind wir hier und ich habe das Ganze, ich nenne das glaube ich Minecraft Super, steht ja auch so ein Namen drin, Super Fox, und ja, ich bin hier auch mit dem Shader, und zwar mit dem Cooler Shader Extreme, ja, und der soll das Ganze hier nochmal tick schöner machen, und ich finde, das tut er auch hier. Alles so einen schönen Schatten und alles bewegt sich, und das ist mega schön. Ja, ich habe vor der Aufnahme den Cinematic ausprobiert, aber der geht irgendwie noch nicht. Ja, und ich habe noch ein paar andere Shader, zum Beispiel auch Zeus Ultra, aber ich finde den Cooler einfach schöner. Der macht das Ganze noch schöner. Der hat halt mehr Schatten und so. Ja, ich habe den schon in Minecraft Surprise ausprobiert, aber das gibt es ja jetzt nicht mehr. Okay. Dann lass uns noch mal hier weiter gucken. Und ich muss jetzt auch ein bisschen hier die Sichtweite auf 9 minimieren, weil sonst haben wir nicht so viel FPS. Das ist halt, geht halt nicht. Ja. Ach, Freunde, deswegen können wir jetzt nicht so weit gucken, aber wir können trotzdem mal gucken, ob wir es in der nächsten Folge
Das ist so cool hier im Wasser. Ach, schön. Lol. Guck mal, hier sieht die Sonne manchmal so aus wie so ein Windeszeichen. Aber so ist sie total rund und so ist sie eckig. Das sieht ein bisschen falsch aus. Okay, da hat der Shader noch ein paar Bugs. Okay, Leute. Ich würde sagen, wir können ja, also wir müssen jetzt erstmal hier das so ein bisschen hier, dass wir so ein bisschen mehr Holz haben. Weil wir müssen ein paar Sticks. Und dann können wir nämlich hier vielleicht gleich so eine die Crafting Bench aufstellen. Und dann können wir vielleicht gleich ein Haus bauen. Also das ist halt das neue Projekt hier. Ich hoffe, es gefällt euch. Wenn ja, dann lasst einfach mal einen Daumen oben da. Und wir craften hier jetzt erstmal eine Steinaxt. Nein, keine Steinaxt, sondern Spitzhacke, genau. Nehmen wir das Ganze hier wieder mit. Und ja, ich wollte eigentlich noch kein neues Minecraft-Projekt starten. Aber wie gesagt, ich konnte nicht anders. Die Welt war einfach weg. Und ja, das war halt ein bisschen doof. Ja, okay. Gut, dann gucken wir mal, wo wir unser. Ich wollte mal gucken, ob wir irgendwo unser Haus bauen. Weil hier, aber hier finde ich das nicht ganz so schön. Wenn wir überhaupt ein Haus brauchen. Ich will mal gucken. Vielleicht nicht, das Projekt ist noch anders. Ich muss mal gucken. Aber bis jetzt heißt es Minecraft super. Doch super. Oh, sogar die hier bewegen sich. Hallo Pferde. Ja, hi. Oh, da hat er gerade ein bisschen langsam Mund auf. Okay, es sah ein bisschen merkwürdig aus. Guten Tag. Ich muss jetzt weiter. Könnt ihr mir sagen. Ich weiß nicht, ob das so gesund ist, aber ich muss mal drin schauen. Ich weiß nicht, ob es so gesund ist, wenn ein Pferd in einem Baum hängt. Aber nur gut. Okay. Kein Problem. Alles klar. Ich finde, das sieht so cool aus. Aber trotzdem, wir müssen mal hier. Ah, meine Beine tun noch ein bisschen weh, aber das ist kein Problem. Langsam geht's wieder. Okay, vielleicht sind wir irgendwie. Ich weiß nicht, was mit der Welt passiert ist. Hier sind ein paar Hühner. Sieht so die einzelnen Pixel. Sieht ein bisschen merkwürdig aus. Mal gucken. Lass uns mal gucken, wo wir wohnen. Wir sollten auch nicht allzu weit weglaufen von der Höhle. Ich finde das hier ganz cool. Ja, hier bauen wir erstmal fürs Erste unser Haus. Da müssen wir bloß mal gucken. Uah! Aua! Entschuldigung, dass wir hier. Ups, ich bin ein bisschen blöd. Erstmal vom Baum. Runterspringen. Und dann bauen wir mal hier unsere Crafting Bench auf. Gut. Und dann wollte ich mich hier, können wir erstmal. Aber wir haben gar keinen Stein mehr. Dann machen wir hier erstmal eine Axt. So. Also ich, wie gesagt, ich hoffe, euch gefällt das neue Minecraft-Projekt bis jetzt. Und das kam halt. Es kam halt wirklich sehr überraschend, dass diese Welt, die war halt auf einmal weg. Und jetzt muss ich halt eine Notlösung finden und das ist ein neues Projekt in diesem Falle. Weil, ja, das ist halt, ich finde es ziemlich doof, weil man hätte bestimmt noch so viel machen können, aber wir müssen auch gucken, was Günther und Anton ist. Weil das waren ja unsere, okay, Günther war jetzt ein bisschen nervig mit dieser Baum. Achso, das sind zwei. Aber Anton war halt unser bester Freund hier in Minecraft. Surprise. Und deswegen muss man gucken. Oh, ich muss einfach mit einem Stuhl. Ja, ran, damit ich mich auch zurücklegen kann, weil das ist sonst nicht so schön. Ja. Okay. Oh, es scheint, glaube ich, dass es schon wieder Nachmittag ist. Es ist so eine Nachmittagssonne, finde ich, so eine typische. Schätze ich mal zumindest. Also. Und ja, gut. Müssen wir mal gucken. Und zack. Ich finde, die Blätter sehen auch so lustig aus. Aber ich finde es immer noch komisch, dass man nicht in die Blätter reinspringen kann, sondern sich über den Kopf stoßt. Das tut weh. Okay. Dann gehen wir mal hier rein. Wir haben ja, glaube ich, schon ordentlich Holz. Aber ich will jetzt auch gar kein Holz sammeln. Wir haben ja schon so viel Holz. Aber wir müssen hier die ganzen Blätter aufbauen. Und, ganzen Bäume abbauen, dass wir hier nämlich unser Haus errichten können. Das
immer versuchen, dass wir ein großes Haus bauen. Ja. Vielleicht treffen wir hier auch mal neue Leute hier. In Minecraft super. Guck mal, das sieht ganz hässlich aus. Oh Gott. Aber den Rest, den lassen wir mal lieber und bauen hier erstmal das Holz ab. Das geht dann von automatisch. Zack. So. Können wir den Baum noch lassen? Ne, der muss auch weg. Aber der Baum da oben, den können wir lassen. Wir können ja auch sonst noch Bäume nachbauen. Aber erst brauchen wir halt ein bisschen Platz, um unser Haus zu bauen. Gut. Also den Baum würde ich hier lassen. Den fand ich ganz cool. Alles ist das hier hässlich aus. Deswegen machen wir es erstmal weg. Ja, es ist jetzt Nachmittag. Wolken haben sich schon ein bisschen verfärbt. Und das Licht ist halt schon ziemlich orange. Wir können ja mal gucken. Oh. Das würde ich hier nochmal ein paar Blätterchen abbauen. Ah, deswegen sind wir nicht weggegangen. Okay. Gucken wir gleich. Wir gucken jetzt erstmal. Okay. Ah, hier ist ein kleiner Heimer. Gang nach oben. Den müssen wir uns mal merken. Wo ich mal Blätter kaputt machen müssen. Oh ja, die Sonne ist schon gar nicht mehr zu sehen. Wie schnell es in der Nacht wird, ne? Der Mond, den sieht man auch noch nicht. Wir müssen mal irgendwie gucken, dass wir dass wir hier überhaupt überleben. Aber ich glaube, bis jetzt habe ich auch noch keinen Hunger. Das liegt wahrscheinlich daran, weil wir noch auf friedlich sind. Das finde ich gut. Oh, ich bin echt müde. Boah. Ich würde sagen, am besten, wir legen uns erstmal schlafen, Leute, und dann gucken wir morgen, was der neue Tag uns bringt. Ja, in dieser Welt. Ich würde sagen, machen wir so ein kleines Loch. So, kann ich mich reinlegen. Ah, gute Nacht, Leute. Und wir machen dieses Loch wieder zu, denn ich habe nicht so gut geschlafen, weil auf dem kalten Erdboden ist es nicht so gemütlich. Deswegen müssen wir gucken, dass wir bald ein Bett kriegen. Okay. Jetzt tut mein Rücken auch noch weh, Mann. Das ist aber auch echt. Also ich glaube, bis jetzt mag ich die Welt noch nicht so sehr. Okay, müssen wir mal gucken. So. Ah, die Sonne sieht so schön aus. Mal kurz. Oh, hier ist Wasser. Hui, das sieht ja cool aus hier. Guckt euch das mal an. Oh, cool. Zum kleinen Fluss, hier sind ein paar Squids. Das ist echt schön. Das sieht echt wirklich sehr schön aus. Und ich habe gerade noch geguckt, ob ich vielleicht nicht doch einen Soul-Shader mitnehmen soll. Habe ich so ein YouTube-Video geguckt. Und da war so ein Ausschnitt, da guckt man dann die einzelnen Shader sich so angucken. Und da sah das genauso aus wie hier mit so Wasser, Bäumen, Berg. Ey, es ist echt schön. Hier können wir erstmal eine Runde schwimmen. Wir sind ja doch nicht in 1.13. Wir können auch nicht so gut schwimmen, aber das macht nichts. Okay, jetzt machen wir so ein bisschen Joggen hier am Morgen. Okay, muss so eine Musik kommen, so Run. Ich kann die Melodie nicht. Das wollte ich sagen. Ich kenne die Melodie nicht. Kenne tue ich sie schon, aber ich kann sie nicht. Okay, ich würde sagen, ich mache jetzt mal vielleicht eine kleine, klitzekleine Timelapse. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Go! I can't stand it, feeling like I need this, dreaming up a million.
Leute, ich habe das Haus zu Ende gebaut und guck mal, sieht das, ich finde, das sieht richtig cool aus, hier so mit Glas und so, das passt ganz gut. Also ich fand das Haus nicht schlecht, also bis auf das Glas ein bisschen komisch ist hier wegen den Bäumen, aber ich finde das Haus echt gut. Ja, hier habe ich den Baum, den habe ich jetzt tatsächlich dann weggemacht und ob der dann, können wir mal hier hin pflanzen, so, oder... Das ist schon besser. Weil, der hat sich schon gestört, auch wegen dem Glas. Und das war halt ein bisschen nervig. Aber ich hätte doch hier ganz gerne so einen Baum drin. Und, ja, also ansonsten war es tatsächlich erstmal für diese coole, lange XXL neue Projektfolge. Whatever. Mit Timelapse. Wahrscheinlich. Denke ich. Und hier will ich dann so eine Art Steinbruch machen. Dass ihr hier mal so. Okay, ist gerade ein Andesitbruch. Dass wir dann immer so ein paar Steine holen können und eventuell auch Kohle. Und ich muss euch kurz was noch ganz schnell was zeigen, was ich gesehen habe. Ich weiß nicht mehr genau, wo das war. Aber das muss ich euch noch ganz schnell einmal zeigen. Bevor die Folge vorbei ist. Ja, müssen wir mal durchs Wasser. Ich habe gerade eben noch einen anderen Shader getestet, aber den kann ich euch kurz einmal zeigen. Und zwar ist das der Shader hier. Der sieht aber meiner Meinung nach nicht so schön aus, weil also das Wasser ist halt normal, aber guck mal, diese Risse hier und es ruckelt gerade. Das hat es gerade eben nicht. Auf jeden Fall. Ja, ich finde die nicht ganz so schön. Finde ich den viel schöner. Und von der. Von der FPS-Zahl ist da auch viel, viel besser. Gut. Dann kann ich euch das nämlich einmal zeigen. Es war hier bin ich nämlich reingefallen, als ich hier einen Baum abbauen wollte. Und guck mal, hier ist einfach schon richtig Lava. Sieht auch mal nicht ganz cool aus. So. Haben doch hier nämlich eine Steinachse. Ich kann kurz ein bisschen Kohle nehmen. Danke. So, das finde ich sehr gut. Dann haben wir nämlich schon mal Kohle. Die kann man ja mal gebrauchen, wenn man weiß. Die haben wir in Minecraft Snapshot, haben wir fast keine Kohle bekommen. Haben wir richtig tief gebuddelt und haben keine Kohle bekommen. Und hier fällt man nur einmal in so ein kleines Loch und findet gleich so 14, 15, 16 Kohle. Nee, noch mehr. Wie viel Kohle ist denn das? Fuck. Nein. Hilfe! Lava! Das war so klar. Ist jetzt ausgerechnet diese Lava hier kommt, nicht, ne? Oh, das sieht ein bisschen buggy aus, aber trotzdem. Hilfe, cool, ist so ein bisschen leuchtet. Können wir hier irgendwie bauen vielleicht? Oh, ich glaube, das wird nichts. Okay, auf jeden Fall, wenn wir irgendwann mal wieder kommen sollten, das Spiel hier ist Lava. Und links. Jetzt hört die Lava auf. Ja! Sie hört auf. Okay, dann können wir noch ein bisschen. Ja. Dann können wir nämlich noch ein paar Kohle. Ein bisschen Kohle holen. Okay. Was ist jetzt Lava?
Dann haben wir da doch ganz einfach so Erde hin. Und dann können wir uns das Ganze holen und noch warten. Okay, das sah gerade ein bisschen komisch aus. Und oh, die Lava kommt. Ah, nein. Oh Gott, okay, ich glaube, das kriegen wir nicht mehr. Dann lass uns wirklich schnell wieder raus. Es wird auch gleich wieder Nacht. Und ja, dann würde ich halt gesagt sagen, das war's für diese Folge. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst einen Daumen nach oben da. Und ja, für mehr Folgen, wie gesagt, einen Daumen nach oben da lassen und abonnieren, um neue Folgen nicht mehr zu verpassen. Und da übrigens ist ein kleiner großer Teich. Ja, dann noch einen schönen Tag. Macht's gut und tschüss!